Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull and Bones. Heute ein paar Daten, wichtige Daten für euch, vor allen Dingen für die Leute, die wie ich relativ weit im Spiel sind oder sogar fast durch sind und nicht mehr so viel zu tun haben. Es gibt in Season 1 noch einige wichtige Daten, so wie zum Beispiel auch heute das Datum, beziehungsweise gestern für euch, heute für mich, wo ich das Video aufnehme, weil der Standort von La Peste hat sich geändert. Der ist nämlich jetzt nicht mehr hier, wie die ersten Wochen, sondern unterhalb von der Oubliette. Ich würde euch das auch gerne zeigen, aber ihr wisst ja, mit dem Anzeigen von Pest und so ist es immer so eine Sache. Ich wollte jetzt auch nicht stundenlang warten, bis ich den hier endlich mal habe. Ja, hier gibt es Peste an dem Standort unterhalb von der Oubliette. Und ob er neue Skins fallen lässt oder überhaupt einen neuen Lootpool habt, das werde ich euch auf jeden Fall noch die nächsten Tage sagen, wenn ich den ein bisschen gefarmt habe mit der Community. Übrigens, wer dabei sein wollt, dann checkt auf jeden Fall Twitch ab. Ich bin zwar heute nicht live, sondern erst wieder am Freitag. Aber da werden wir auf jeden Fall ganz viel La Peste machen. Das Ganze geht auch bis zum 26. März. Haben also auch gut 2 Wochen Zeit, um den Standort abzufahren. Überhaupt, wenn wir uns mal die ganzen Daten angucken, haben wir da einiges, was wichtig ist. Wir haben jetzt hier genau das, was ich euch gesagt habe. Ab 12. März bis 26. März Rote Insel, den neuen Standort von La Peste. Aber es gibt auch andere wichtige Daten, die noch kommen. Also Ob Welling hatten wir ja gerade, der kommt erst am 19. März wieder. Und auch das Zamaribo-Event, das kennen wir, das bleibt noch bis zum 26. März. Übrigens, das Zamaribo, das werden wir gleich auch sehen, das kommt am Ende der Season nochmal. Das heißt, für alle Leute, die jetzt vielleicht gerade neu angefangen haben und es nicht schaffen, so schnell zum Zamaribo zu kommen, keine Sorge, Ende der Season 1 gibt es nochmal die Möglichkeit, Zamaribo zu besiegen. Und wenn wir uns dann die anderen Daten angucken, dann sehen wir, dass vom 26. März bis 9. April in Ostindien La Peste sein wird, dann 9. April bis 30. April in der Open Sea und 1. Mai bis Ende auch wieder Open Sea. Also das ist erstmal nicht so spannend, das dauert noch ein bisschen. Das nächste, was glaube ich sehr spannend wird, ist World Event The Miseria. 2. April bis 9. April. Geht nur 1 Woche. Da bin ich sehr gespannt, was es bedeutet und was man da bekommen kann. Das Ganze gibt es dann auch nochmal vom 16. April bis zum 23. April und nochmal vom 14. Mai bis zum 28. Mai. Ob Welling kommt Ende April auch nochmal wieder. Aber um das chronologisch einmal zu sagen, wir haben jetzt La Peste mit dem neuen Standort. Das nächste, was spannend ist, ist The Miseria vom 2. April. Dann der 16. April, wieder Miseria und The Blighted Bastion, La Peste Final Event. Das könnte eventuell das Datum sein, wo wir dann die restlichen Skins bekommen. Also anders als ich gedacht habe, wenn er seinen Standort wechselt, sondern dann mit The Blighted Bastion. Da werden wir, denke ich mal, eine Plünderung machen müssen. Ich bin gespannt, ob es da einfach nochmal ein neues Fort gibt oder ein Fort, das es schon gibt. Wird sehr spannend. Ihr wisst ja, es gibt eine Insel, wo schon ein Pest-Tower steht. Hier unten rechts, gibt es schon einen Pestilenzwachturm. Vielleicht findet dann hier irgendwas statt. Bin ich sehr gespannt. Und dann, wie ich gerade sagte, am 21. Mai bis 28. Mai haben wir hier nochmal das Zamaribo. Vielleicht könnt ihr mich aufklären. Es gibt hier einmal Anguish from the Abyss. Das ist diese Woche. Aber es gibt auch am 26. März nochmal Anguish from the Abyss. Ich denke mal, das ist Rotmangoden, was hier gemeint ist. Steht leider nicht genau mit dabei. Aber ich denke mal, mit den Roten und mit dem Geisterschiff, was man hier sieht, kann man schon davon ausgehen. Also 26. März. Rotmangode. Jetzt nochmal in der Übersicht, damit ihr alle Daten untereinander habt. Schreibt euch das mit, macht einen Screenshot, damit ihr wisst, wann müssen wir online gehen, um Dinge zu bekommen. Da war das erste. Jetzt neuer Standort La Peste. 26. März, das ist schon gar nicht mehr so lang hin, 2 Wochen. Der Rotmangoden, das neue Geisterschiff, wahrscheinlich mit einem komplett neuen Skinset, vielleicht sogar für ein neues Geisterschiff, da bin ich sehr gespannt, und eventuell auch ein neuer Skin für den Charakter. 16. April, The Miseria plus The Blighted Bastion, das Finale-Event von La Peste. Und am Ende von Season 1 gibt es dann nochmal das Zamaribo vom 21. Mai bis zum 28. Mai. Ich muss sagen, ich freue mich extrem auf den 16. April, was da abgeht und vor allen Dingen auch mit der Community das Ganze zu machen. Wie gesagt, schaltet auf jeden Fall auf Twitch ein oder wenn ihr allgemein noch Multiplayer-Leute sucht, kommt auf den Discord. Auf jeden Fall noch einige Events, die da in Season 1 auch stattfinden werden. Also für alle, die aktuell vielleicht das Spiel beiseite gelegt haben und dann in nächster Zeit erst wieder einschalten wollen, das sind die Daten, die wichtig sind.
Ich freue mich auf Rotmangroden am 26. März und dann wirklich auch auf den 16. April. Ich würde mich natürlich wie immer über einen Follow auf dem Kanal freuen, wenn ihr nichts verpassen wollt zu Skull & Bones. Und natürlich über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.